Herzlich willkommen zur Folge 2 von animierter Leseprobe. Ich habe letztes Mal ein bisschen zu viel rumgelabert, aber diesmal halte ich mich kürzer. Erste Sache, das heißt jetzt animierte Leseprobe, weil ich natürlich weiß, dass ihr all euren Freunden erzählen wollt, wie unfassbar witzig diese Videoreihe ist und die dann alle Leseprobe eingegeben haben und nichts gefunden haben. Animierte Leseprobe ist auf jeden Fall ein bisschen catchiger und ja. Jetzt wisst ihr Bescheid, wie ihr Werbung machen könnt für meine Videos. Danke. Zweite Sache, danke an alle, die Kommentare schreiben. Fühlt sich irgendwie ein bisschen cooler an, wenn man weiß, da sitzt auch wirklich eine Person hinter dem Rechner, die das Video guckt. Ansonsten ist das wie in so einer Halle oder wenn man ein Rap-Konzert in der Kirche gibt und keiner rappt die Lyrics mit. Okay, nicht so ein guter Vergleich, aber ich bin sehr dankbar für jeden, der irgendwie interagiert und einen Kommentar macht, dass ihm das Video gefällt, wenn es ihm gefällt. Ihr könnt natürlich auch sagen, das Video ist scheiße, das ist auch cool. Dann weiß ich zumindest, okay. Egal, lass einfach anfangen. Was beim letzten Mal geschah? Also Sorceress Guinevere schickt den Drachen Voltra in das Dorf, in Anführungszeichen. Das Dorf wird zerstört. Den Dorfbewohnern wird das Herz gebrochen, weil die alles verloren haben. Dann gehen sie in das Königreich von King Arthur, das Westeros-Königreich. Dort werden sie herzlich empfangen, bauen zusammen mit den Zentauren und Miniwats ihre neue Siedlung auf und Princess Trina hilft dabei. Und dafür habt ihr letztes Mal 15 Minuten eures Lebens verschwendet. Sehr schön. Ich bin natürlich sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich habe noch nicht weitergelesen, deshalb... Auf geht's. Oh je, das fängt schon gut an. Meanwhile on the other side of the waters of Antigua. Billy, who was 15 years old, pleaded with his sister not to run away from the orphanage and leave him alone without any family. He begged. Rebecca, please, you can't run away like this. I don't want to stay here without you. Rebecca whispered. Billy, I explained all this to you. I told you that I'm going to come back and get you. We won't be separated for long, I promise. I have to do this. I have to do this for both of us. I have to go away and make a new life for us both. We can't spend the next few years here in this place. I need to go to England. And start life for us there, so I can support and take care of you. Ist Antigua eventuell in Europa? Nein. Also wie zur Hölle kommt man auf die Idee, England mit in die Story einzubauen? Wo ist England? Ist England ein Teil von Antigua? Ist England meanwhile on the other side of the waters of Antigua? Welche Seite? Auf welcher Seite waren wir? Ich bin so verwirrt. Wo ist Bernardo, wenn man ihn braucht? Oh nein. The kids here at the orphanage are our friends, and the headmistress has been very kind to us. I will miss them all, but we have to go. Don't you see, Billy? I will miss them all, but we have to go? Ich dachte, es geht darum, dass nur die Schwester gerade wegrennt. Ja, da steht, er pleadet die Schwester, dass sie nicht alleine abhaut. Und jetzt sagt sie, but we have to go. Don't you see, Billy? We have to go. Billy was very saddened. He asked, Rebecca, do you promise that you won't forget me? You promise to come back and get me? Rebecca said, come here. She gave her brother a hug. She whispered, don't worry. I'll be back for you. I promise. Be good. Don't cause any trouble while I'm gone. Listen to the headmistress, and before you know it, I'll be back for you. Try not to be sad. Rebecca picked up her backpack and walked down the long, dark corridor toward the back of the orphanage. Mrs. Branshaw was the headmistress of the orphanage in Britain, where Rebecca and her brother Billy lived. Mal abgesehen davon ist Britain so keine gute Ortsangabe. Wie wäre es mit einer Stadt in Britain? Oder vielleicht ist Britain auch eine Stadt? Ich weiß nicht. Mrs. Branshaw was the headmistress of the orphanage in Britain, where Rebecca and her brother Billy lived. Fängt wieder zwei Sätze genau gleich an.
Mrs. Brancher was a stern woman and demanded that every child in the orphanage stick. Ich glaube, es ist Sticks, sollte das heißen. Sticks to strict regimen 24 hours a day, 7 days a week. Okay, aber was ist das strenge Regimen, dass man 7 Tage die Woche 24 Stunden am Tag durchziehen kann? Geht's am Hanteltraining oder Putzplan? Was ist der strikte Zeitplan, den die einhalten müssen? Alter, nächster Satz fängt wieder mit Mrs. Brancher an. Damit hat sie den Triple-Satzanfang-Alarm gebrochen. Triple-Satzanfang-Alarm. Mrs. Brancher, Mrs. Brancher und Mrs. Brancher. Also ist jetzt fast schon ein Stilmittel, könnte man dazu sagen, im Leistungskurs. Mrs. Brancher was a woman of about 62 years old. She had grey hair, which she wore up in a bun at all times. She always had runs in her stockings, and her slips were always showing beneath her dresses. Und ist das der erste Charakter, der beschrieben wird, wie er aussieht? Mrs. Brancher scheint eine sehr wichtige Rolle zu spielen in diesem Roman. She wore thick, bifocal eyeglasses, black military shoes and long dresses past her knees. She loved each and every child in the orphanage as though they were her own children and vowed to do everything she could to see to it that they all had a chance to be adopted. In fact, over the years, many children had been adopted thanks to her hard work and dedication. Auf geht's, Mrs. Brancher. Sehr gut. Rebecca walked through the dark kitchen and headed toward the door that led into the basement. As she tiptoed across the floor, the wooden floorboards squeaked. Rebecca opened the basement door and stared down into the dark, creepy basement. Rebecca had never been down in the basement at the orphanage before, and she wasn't looking forward to going down there at that point either. The basement was used for storage, and there were all kind of things down there. The basement was wet, dark, and creepy. There were spiders and spider webs all over the place. The spider webs looked as though they had been spun years ago. Ich bin keine Spider-Web-Experte, aber ich könnte jetzt nicht unterscheiden, wie alt ein Spider-Web ist im Vergleich zu einem neuen Spider-Web, aber okay. Die sahen auf jeden Fall so aus, als wären sie schon älter. Vielleicht hatten die Spinnweben schon Spinnweben oder sowas in der Art. Rebecca knew that the one window that was located in the basement was the only one that she could escape out of without being seen or heard by the security guards. Alter, die haben eigene Security Guards in Britain im Waisenheim. Warum flieht sie überhaupt aus dem Waisenheim? Wurde das schon erwähnt? Ist das Waisenheim in Britain in dem Dorf gewesen, das zerstört ist? Oder hat die einfach keinen Bock mehr? Haben die einfach keine Lust mehr hier oder was? Rebecca tried to turn on the light at the top of the stairs, but the bulb was busted and the light wouldn't come on. She couldn't see anything in the dark basement. Before she walked down the dangerous stairs that led into the basement, she pulled out her flashlight and turned it on. She pointed the flashlight towards the stairs so she could see where she was walking without falling down the stairs. Gut zu wissen. Rebecca slowly and carefully snuck down the old stairs that led into the basement. She was really scared. Her imagination started playing tricks on her. She thought that she heard strange sounds coming from the basement. Nicht sounds, nee, nur einen. She thought she heard strange sound coming from the basement. She imagined that there were ghosts or something more terrifying hiding in the basement. Wie oft sagt die Basement, Alter? Waiting for her to come down so it could attack her. Rebecca finally made it down to the basement of the orphanage. She carefully stood on top of a footstool and unlocked the basement window. Next, Rebecca slowly lifted up the basement window. She then reached down for her backpack and threw it out the window. Rebecca climbed out of the window onto the orphanage grounds. When she realized that nobody had seen her, she grabbed her backpack and ran off toward the river in Britain. In Britain gibt's also ein River. Rebecca walked along the river in an effort to make it to the area
where the ferry would come the next morning. Her plan was to catch a ferry to the railway and then catch a train to England. Britain, was in der Nähe von England ist, also ich denke, Antigua spielt in der echten Welt. Krass. Rebecca walked along the riverbank and decided to cross over to the other side. She walked on top of the large boulders that stuck out of the river. She stepped on one boulder after another, trying to be careful not to fall. The boulders were a lot more slippery than Rebecca had realized. Rebecca lost her balance, dropped her backpack, and then fell right into the river. Rebecca couldn't swim well, and she began to sink slowly to the bottom of the river. Rebecca lost consciousness. Die fängt hier auch, das ist wieder ein Trippelsatzanfang-Alarm. Rebecca, Rebecca, Rebecca. Es ist einfach ein Stilmittel, das diese Autorin eiskalt durchzieht. Und ich bin begeistert. Man weiß, hier dreht sich die ganze Szene nur um Rebecca. Bahnbrechend. So, jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Chandria stared down at the face of the human girl for a couple of seconds. Even though the human child didn't introduce herself to the mermaid, Chandria knew exactly who she was. Chandria smiled to herself. This was the moment that not only she, but all of the land of Antigua had been waiting for. She was so excited that she could barely contain herself. It had been prophesied that a human child from the other side of the waters of Antigua would one day come to the land of Antigua and deliver all its inhabitants from the sorceress Guinevere and the blue dragon Voltra. Plot twist, Alter. Chandria felt within her spirit that Rebecca was that human. She felt that the evil sorceress days were numbered and that very soon the land of Antigua would be free from her evil grasp. She knew within her spirit that the blue dragon Voltra would no longer be a threat. No longer would the sorceress or the blue dragon Voltra be able to threaten and torment the inhabitants of the land of Antigua. Soon, they would all be free forever. Chandria cradled Rebecca and breathed life into her lifeless body. She was working frantically to save her life. She knew that she had to move quickly or Rebecca would die and be lost to her own world and the land of Antigua forever. Chandria was determined not to let that happen. Chandria knew that without this child, the prophecy would never be fulfilled and the land of Antigua would be lost to the evil sorceress Guinevere forever. Chandria whispered desperately. Ist das wieder ein Trippelsatzanfang? Chandria was determined to... Chandria knew that... Wieder Trippelsatzanfang? Ich glaub's nicht. Puh. Chandria knew that without this child, the prophecy would never be fulfilled and the land of Antigua would be lost to the evil sorceress Guinevere forever. Chandria whisper... Vierfach Quadrippelsatzanfang, boys! Chandria, Chandria, Chandria und nochmal Chandria whispered desperately. Brief, human girl! Nee, wie klingt eine Meerjungfrau? Chandria whispered desperately. Brief, human girl! Brief, brief! Oh, please, brief! At that moment, Rebecca opened her eyes slowly and gasped. She could hardly catch her breath. She was terrified. She had never been so scared before in her life. A feeling of pure panic came upon her. Rebecca didn't know what was happening. She didn't know where she was or who this beautiful creature was that had just saved her life. Rebecca just stared at Chandria in disbelief. She couldn't believe what was happening or what she was seeing. Chandria was relieved to see Rebecca breathing. Chandria sighed in relief. Chandria... Nochmal Trippelsatz anfangen. Chandria smiled down at Rebecca's face and whispered, "Human girl, don't be afraid. I don't want to hurt you. Everything is going to be okay. You are safe now." Rebecca was still frightened. She gasped a little and asked, "Who are you? Where am I? Am I actually underneath the river? How can I still breathe for such a long time underwater?" Chandria said, "Well, first of all, my name is Chandria. I'm a mermaid. I'm 16 years old. I live here in the waters of Antigua. You are still alive
because I breathed the spirit of water into your body. To the humans in your world and the creatures in mine, water is life. We believe that the four elements, water, the wind, fire, and earth, are all spirits and can be called upon when needed to do good. If you call upon these elements, their power will be there to help you in times of need. There are those in the land of Antigua who know how to use the elements in time of danger. The mermaids are also able to do that. Chandria, let Rebecca go. Das war unfassbar krass. Wow, und ich dachte, mit Bernardo hätte ich schon meinen Lieblingscharakter gefunden. Aber wie krass ist bitte einfach eine Meerjungfrau, die einfach Leute wiederbeleben kann. Tja, es ist jetzt quasi so ein Cliffhanger, weil ich will unbedingt wissen, ob Britain jetzt auf dem Kontinent von Antigua ist. Fakt ist, es gibt Waters in Antigua und Britain ist auf jeden Fall auf der anderen Seite. Ich hoffe, das wird noch aufgeklärt. Also wirklich. Es ist, wie gesagt, nur die Gratis-Leseprobe von Amazon. Und auch die wird irgendwann zu Ende sein. Und ich hoffe, bis dahin haben wir diese wichtige Frage auf jeden Fall geklärt. Das war es auf jeden Fall wieder mit der nächsten Seite Antigua. Es bleibt nicht mehr viel. Wir haben ungefähr die Hälfte geschafft. Und wir wissen so wenig und doch so viel. Ganz ehrlich, geschrieben fand ich es besser als den ersten Absatz. Ich kann mir ein bisschen vorstellen, wie die Headmistress aussah, auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass diese Charaktere nie wieder vorkommen im ganzen Buch. Aber die Headmistress haben wir auf jeden Fall geklärt, wie die aussah und dass sie sich Mühe gegeben hat, dass die Kinder im Heim einen sehr strengen 24-Stunden-Schedule hatten. Haben wir auch geklärt. Und so, wie der spooky der Keller war und so, das war schon ein bisschen besser geschrieben als der erste Part, muss man ehrlich sagen. Also Props. Ich kann es kaum erwarten, das jetzt zu Ende zu lesen, aber das war es erstmal mit der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, lasst einen Kommentar da, das freut mich immer am meisten. Oder einen Daumen. Und ich sage das nicht, damit das Video irgendwie... Also wirklich, ich sage das nicht, dass das Video dann irgendwie eine bessere Chance hat, auf irgendeinen Algorithmen oder so ein Scheiß. Aber es fühlt sich einfach sehr gut an, wenn ich weiß, dass echte Menschen das Video angucken. Ja. Ich hoffe, es hat wieder Spaß gemacht. Ich habe diesmal ein bisschen... Ich rede jetzt einfach nicht mehr, Alter. Ich bin so ein Spacko. Warum rede ich die ganze Zeit? Ciao. Video ist vorbei. Bis zum nächsten Mal.